Hallo, grüßt euch. Wir spielen weiter bei Phobia Santa Dinfna Hotel. Ich freue mich sehr, ich hoffe, ihr auch. Und ja, Leute, ich muss gleich am Anfang komplett ehrlich zu euch sein. Ich habe es euch versprochen, ich bin immer ehrlich zu euch, was meine Let's Play-Videos angeht. Und ich habe mir, also die Folge war schon halb im Kasten. Ich habe ungefähr bestimmt 20 Minuten lang mir hier einen Wolf gesucht, wie wir hier rauskommen. Es klopft dauernd irgendjemand an die Tür, die wir aber nicht öffnen können. Und ich habe mir natürlich auch nicht die letzte Folge nochmal ein bisschen genauer angeguckt und nachgeschaut, was wir hier alles entdeckt haben. Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich mir hier einen Wolf gesucht habe. Und ja, ich habe dann die Folge abgebrochen. Ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Es ist auch verdammt warm heute, muss ich sagen. Und ich habe hier vor der Kamera gesessen, habe geschwitzt wie ein Schwein und kam hier einfach nicht weiter. Habe mir einen Wolf gelabert. Mir ist irgendwann auch der Gesprächsstoff ausgegangen, weil ich einfach nur noch suchen wollte, wie wir hier weiterkommen. Ich habe es jetzt gefunden. Ich habe dann off-cam noch mal hier mir alles angeguckt. Und wir haben natürlich auch Notizen dabei, Leute. Guck mal. Und da ist eine Safe-Kombination drauf. 37251. Es ging einfach nicht weiter, weil ich die Safe-Kombination nicht wusste. Da ist vermutlich der Türschlüssel drin, ja. Und jetzt kommen wir weiter. 37251. Oh, kein Türschlüssel. Kamera. Okay. Ich nehme alles komplett zurück. Kein Türschlüssel. Aber es geht jetzt weiter. Die Folge bleibt jetzt im Kasten. Oh. Es wird sackenduster hier. Was geht hier ab? Ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl. Übrigens zieht euch diesen geilen Deckenventilator mal rein. Es sieht aus wie ein Luftschiff aus irgendeinem Steampunk-Universum. Okay. Als allererstes kombinieren wir mal das Kameraobjektiv mit dem Kameragehäuse. Drücke D-Pad links zum Ausrüsten der Kamera. Schick. Boah. Naja, schick. Nee, das ist brasilianisch. Portugiesisch, Entschuldigung. Ey, manchmal hängt die Kamerasteuerung, ne? Ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Wenn ich versuche rumzuschauen, passiert nichts. Und dann plötzlich, zack, ist die Kamera dort, wo ich hingesteuert habe. Aber von jetzt auf gleich. Also ohne fließende Bewegung, sondern von jetzt auf gleich. Das ist ganz schön belastend. Und ich glaube, das ist ein Bug. Ich will jetzt hier gar nicht so viel meckern, aber das ist mir negativ aufgefallen. Mal gucken, wie sich's noch entwickelt. Da ist wieder das Portal. Wow. Okay, alter Schwede. Da sitzt jemand in der Wanne. Ein Mädchen. Schöne Musik. Silent Hill-mäßig. Phobia. Santa Dinfna. Auch ein sehr schönes Logo, finde ich. Was zum Teufel war das? Ja, und wir sollten uns auch öfters unser Notizbuch anschauen. Da werden nämlich wichtige Informationen gespeichert. Er hat jetzt hier zum Beispiel auch seine komplette investigative Arbeit der vergangenen paar Tage dokumentiert, die wir nicht mitbekommen haben, weil das Spiel erst quasi nach dieser Ermittlungswoche einsteigt. Beginn der Untersuchung. Ich habe mehrere Fotos von den zugänglichen Bereichen des Hotels gemacht und einige Informationen an meine Investigationstafel geheftet. Also er ist schon teilweise im halben Hotel rumgelaufen, ohne dass wir das jetzt mitbekommen haben. Im Gespräch mit Stadtbewohnern fand ich heraus, dass man sich einen Mythos über ein Mädchen erzählt, das in der Stadt ermordet wurde.
Es heißt, dass ihr wütender Geist das Hotel seither terrorisiert. Seit ihrer Gründung ist es in der Stadt immer wieder zu mysteriösen Vermisstenfällen gekommen. Dabei traf es neben Grubenarbeitern auch einen berühmten Ermittler. Das Geheimnis der vermissten Bergarbeiter. Die Mine von Trethe Trias bleibt nach einem mysteriösen Unfall geschlossen. Berichten zufolge kam es zu einem Einsturz, bei dem 20 Bergarbeiter verschüttet wurden. Die Familien warten darauf, dass der Eigentümer der Mine, Christopher, eine Erklärung abgibt. Berühmter Ermittler vermisst, Juli 1960. Das dürfte der Louis gewesen sein, den wir am Anfang des Spiels kurz gesteuert haben. Rätsel in Trethe Trias. Nach einem mehrtägigen Aufenthalt im Santa Dinfna Hotel in der Stadt Trethe Trias ist der Ermittler João Luiz scheinbar spurlos verschwunden, was unzählige Gerüchte über seinen Verbleib ausgelöst hat. Ich finde nur Geschichten aus der Vergangenheit, keine neuen Ereignisse oder aktuellen Berichte. Es scheint, als sei meine Informationsquelle nicht ganz korrekt gewesen. Und dann gibt es hier noch mehr Informationen. Ein weiterer verlorener Tag. Alle Informationen, die Stephanie mir über Erscheinungen und seltsame Ereignisse erzählt hat, scheinen eine Lüge zu sein. Ich habe nichts gefunden, was es zu berichten gibt, geschweige denn einen Hinweis darauf, dass bereits etwas passiert ist. Nach einer Woche kann ich abschließend getrost sagen, dass es nichts zu erforschen gibt. Ich sollte mich morgen eigentlich mit Stephanie treffen, aber das werde ich nicht tun. Im Augenblick möchte ich einfach nur noch nach Hause. Wenn Journalist zu sein so etwas bedeutet, hätte ich lieber meine anderen Optionen wählen sollen. Ja, und ihr seht, die Umgebung wird immer abgefuckter hier. Das hat echt schon Silent Hill Vibes. Klo total verschimmelt, Wände rissig und sieht aus, als wären die mit einer Salpeterschicht überzogen oder sowas. Also hier will ich auf jeden Fall keinen Tag Urlaub drin machen. Aber jetzt ist die Tür auf, Leute. Wir kommen endlich raus. Das große Problem, was ich beim letzten Mal noch hatte, also bei der Folge, die ich nicht aufgenommen habe, haben wir endlich gelöst. Ich habe mir auch ein bisschen Kühlung verschafft. Hier ist ein Ventilator drin. Alles gut. Wir können jetzt mit Freude weiterspielen. Wir haben eine Kamera gefunden. Wir gucken noch mal ganz kurz durch das Hotelzimmer, was wir jetzt Neues entdecken können mit der Kamera. Die scheint irgendwie nicht ganz normal zu sein. Wenn ihr mich fragt, hat die sowas Metaphysisches? Ja, und da stehen Buchstaben an der Wand. Das Bild fehlt komplett. Ophim Esther. Und jetzt hängt schon wieder die Kamera. Das ist echt ganz schlimm. Proximo. Okay. Das kann man leider nicht übersetzen. Wir gehen jetzt mal raus hier, Leute. Oh, da hinten brennt was. Können wir in der Kamera zoomen? Nee, wir können die Kamera nur wieder ablegen. Fotos. Ich weiß nicht, wie man Fotos macht. Vielleicht fehlt uns noch ein Film. Aber gut. Eine Taschenlampe wäre mir fast lieber als die Kamera. Boah, hier ist Blut, oder? Zeichnungen. Das erinnert mich an die Statue im Festsaal. Hat er eine Robe an? Oder eine Toga? Sieht ein bisschen antik aus. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Mir nicht. Stephanie vielleicht? Gehen die Schranktürchen auf? Nein. Fibonacci und die Eleganz der Mathematik. Fibonacci war, glaube ich, auch Portugiese. Aber vielleicht war er auch Italiener. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Gemälde. Bild eines Frauenkörpers. Es scheint handgemalt zu sein. Hübsch. Sowohl die Frau als auch das Bild. Die Blutspur führt zu keinem Körper. Das ist schon mal beruhigend. Diese Badezimmer haben keine Spiegel. Die Kamera verbindet die Welten. Das steht hier. A camera conecta os mundos. Ach was. Damit können wir arbeiten. Que? Essa câmera é... Mas como é possível?
Das haben wir uns auch gleich mal ins Buch geschrieben jetzt. Ja. Die Dinge werden immer eigenartiger und seltsamer. Es ist ein Mädchen mit einer Gasmaske aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung, was oder wer dieses Mädchen ist. Ich weiß nur, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was in meinem Zimmer passiert ist. Hier herrscht das reinste Chaos und mein Kopf tut weh. Könnte sie das ominöse Geistermädchen sein, von dem hier so viel erzählt wird? Die Kamera verbindet die Welten. Es gibt Dinge, die ich nur durch diese Linse sehen kann. Was ist das überhaupt für eine Welt? Ich sag's euch, es ist Silent Hill. Nein, es ist natürlich nicht. Hör auf, dauernd von Silent Hill zu reden. Es ist Trece Trias. Ein altes Foto. Mit Fettflecken hinten drauf. Von einer Uhr. Diese Uhr ist, glaube ich, die Wanduhr, mit der wir speichern können. Kleiner Schlüssel für eine Schublade. Und da hängt auch ein kleines Spielzeug dran. Schlüsselanhänger. Sieht aus wie ein Waschbär. Süß. Hier geht's nicht rein. Ich glaube, da brauchen wir eine Karte. Ihr seht dieses Kartenschloss. Das ist so ein Hotelschlüssel. So ein Kartenhotelschlüssel. Aber es gibt auch ein Schlüsselloch darüber. Interessant. Und hier geht's nicht weiter. What? Ja, okay. Hinter mir, vor mir. Vor mir war nix. Er dreht sich leider echt extrem langsam. Ich habe die Empfindlichkeit schon mal ein bisschen runtergedreht, weil es dann, wenn ich es zu empfindlich habe, ist es schwierig, so Sachen wie Schlüssellöcher oder Schubladen anzuvisieren. Gleichzeitig dreht er sich dann auch einen Tick zu langsam rum. Das ist halt die Krux, wenn man mit dem Controller spielt. Das ist leider so. Okay, wir haben einen Schubladenschlüssel bekommen. Und gehen damit zurück. Oha. Das ist nicht nur eine Kamera. Den Eindruck habe ich langsam auch. Oh, das bleibt jetzt auch hier. Ein Landschaftsbild mit Fibonacci-Geometrie. Oha. Ja, also die Kamera ist eindeutig ein Auge in eine andere Dimension. Ah, ja. Guck mal. Lecker Schubladenschloss. Ah, guck mal. Noch mehr Slots hinzufügen. Einen neuen Slot. Cool. Es ist wichtig zu wissen, wie man Verbände richtig anlegt. Ich schlage vor, dass jeder etwas Verbandsmul und Heftpflaster bei sich hat. Dies ist für einfache Verbände vollkommen ausreichend. Sollte sich etwas Alkohol auftreiben lassen, nutzen Sie diesen, um die Effektivität von einfachen Verbänden zu erhöhen. Im Moment ist das alles, was wir tun können, bis Hilfe eintrifft. Dr. Roger Leitau. Litau? Leitau. Kannst dich besser aussprechen. Okay, wir schließen auf. Und finden einen Schlüssel zum Zimmer 608. Was gibt's noch? Geht's weiter? Oh, guck mal hier. Hey, ja. Karte der Etage 6. Das sind alles Türen, die wir schon durchsucht haben. Und die entweder verschlossen oder versperrt sind. Verschlossen heißt, man könnte sie öffnen mit dem Schlüssel. Verschlossen, versperrt heißt, nicht zugänglich durch Trümmer oder Brand oder was weiß ich. 608, okay. Das heißt, wo sind wir? 608 ist natürlich versperrt. Wir müssen durch die 607. Ich glaube, die 607 ist sowieso unser Zimmer. Kolonne B, sechster Stock. Service. Ja, ich finde mich gerade noch nicht so wirklich zurecht. Warte mal, hieß die 611?
Wir sind ganz am Ende des Ganges. Genau, hier können wir auch rausgucken. Also das ist ein spannendes Feature mit der Kamera, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, da sieht man, was wir hier gefunden haben. Schlüssel von 608. Wir gehen in die 11 zurück, können hier durch die Wand gehen. Ne, genau, wir müssen in die Sek wir müssen ja in die 608. Ja, wir müssen hier wieder durch, ne? Hier ist unser Zimmer. Ah, immerhin können wir sprinten. Was sehr praktisch ist. Auch mit Kamera können wir sprinten. So, hier ist die 608. Ein Code 6749. Oh, der Safe existiert nur in der Dimension mit der Kamera. Stark. Was ist das? Noch mehr Slots? Das ist ja geil. Einfache Bandage. Wir haben Mull und wir haben Bandagen. Regeneriert 25 Lebenspunkte. Kann alleine keinen Nutzen haben, kann aber mit anderen Gegenständen kombiniert werden. Können wir den Mull mit der Bandage kombinieren? Nein. Geht nicht. Hier sind Gasflaschen. Warum? Hier ist zu. Hier ist immer noch zu. Oh. Statue eines Frauenkörpers. Ist aber auch nur in der Anderswelt. Okay, kriechen wir durch. Hier ist ein Safe. Oh, der ist schon auf. Und wir haben die 606 gefunden. Nice. Dieses Holzbrett hat einen Griff, könnte eine kleine Tür von einem Schrank sein und da ist ein Fingerabdruck drauf. Ein Handabdruck. Pharmazeutische Kisten. Ein Schlauchroller. Ein Fässchen, ein Plastikfass. Das ist echt eine ganz freakige. Jetzt ist die Kamera komplett unscharf. Naja, vielleicht werde ich beim nächsten Mal wieder mit einer anderen Kamera spielen müssen. Die fokussiert mir dann doch zu unkontrolliert hin und her, muss ich leider sagen. Naja, gut. Ja. Jetzt sind wir an der 606 angekommen, beziehungsweise 606 können wir verlassen. Ja, die Anderswelt ist wirklich ein bisschen freakig. Da laufen so komische Rohrleitungen an den Wänden entlang. Und irgendwie scheint hier alles eher. Oho. Auf so eine Art Forschungsstation eingerichtet zu sein. Ein abgetrennter Arm, was geht hier vor? Ja, Experimente. 7 ist zu. Anmerkungen. Das Hotel ist völlig zerstört. Ich muss mindestens ein paar Minuten lang bewusstlos gewesen sein. Mindestens. Jedoch einige, höchstens jedoch einige Stunden. Aber wie konnte in so kurzer Zeit so viel passieren? Wo sind denn alle hin? Ich fühle mich verloren und habe Angst. Aber ich muss ruhig bleiben. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich und ich muss herausfinden, was es ist. Schließlich bin ich ja genau aus diesem Grund hergekommen. Hier führt die Treppe nach unten. Sechster Stock dürfte der oberste Stock sein. Nee, guck mal, da kommen wir sogar noch höher. Okay.
geile Atmosphäre auf jeden Fall. Hier liegen Notizen am Boden. Die können wir aber nicht aufheben. Mit denen können wir nicht interagieren. Und die Tür geht sogar auf. Ich habe versucht, mit den anderen hinauszugelangen. Aber ich stecke hier oben fest. Einer der verbliebenen Wachleute hat mir das Passwort für dieses Tor gegeben. 67352. Besonders viel hat mir das nicht geholfen, denn leider hat er nicht erwähnt, dass man eine Schlüsselkarte braucht, um den verdammten Code überhaupt eingeben zu können. Ich muss selbst irgendwie zu den anderen hinuntergelangen. Ich werde nicht hier sterben, auf keinen Fall. 67352. Können wir uns trotzdem mal merken, auch wenn wir noch keine Karte haben? Schlauch. Erforschen wir erstmal den Raum. Das ist die Tür mit dem Codeschloss, wo wir die Karte brauchen. Brauchen wir gar nicht zu versuchen, wir haben noch keine Karte. Da drüben sitzt ein Stoffhase mit einem Herzchen. Ist das eine Art Valentinstagsgeschenk oder so? Das könnte sein. Uns durchläuft wieder ein Schauer, der eventuell mit dieser Anderswelt in Verbindung steht. Oh, wir können hier runtergehen. Wir bleiben aber erstmal hier oben. Alles mal systematisch absuchen hier. Aufzug. Die Tür klemmt, aber mit dem passenden Werkzeug kann ich sie öffnen. Irgendjemand hat sich daran zu schaffen gemacht. Diese Etage werde ich nicht reparieren können. Schade, dass man die Karte nicht mitnehmen kann. Irgendwas war hier gerade, ne? Ihr habt es auch gehört. Also. Fahrstuhl. Ich höre Schritte. Ne, ich sehe niemand. Links neben dem Fahrstuhl ist der Serverraum. Oder Service. Da kommen wir nicht rein. Wir haben keinen neuen Schlüssel bekommen. Wir können mal gucken, ob wir... Ne, da ist keine Tür. Ob wir hier rein können. 604. Alles klar, Leute. Wir haben gerade schon Bekanntschaft mit dem... Mädchen gemacht. Das kriegen wir nur aufgepetzt mit einem Seitenschneider oder so. Haben wir nicht dabei. Es könnte sein, dass wir gleich gejumpscared werden. Nicht wundern. Man sieht so schlecht hier. Es ist duster. Null. Jetzt haben wir schon zwei. Ich vermute, man kann Mull zu sowas hier verarbeiten. Wahrscheinlich, wenn wir Alkohol finden. Oder ähnliches. Ich habe nur kurz die Helligkeit mal überprüft. Man könnte tatsächlich noch heller machen. Entschuldige mich kurz. Ich werde mal ganz kurz die Kamera mit Strom versorgen.
Ach ja. So. Das schneiden wir raus. Alles klar. Ich habe mal kurz die Kamera mit Strom versorgt, sodass die nicht jetzt einfach mitten in der Aufnahme ausgeht. Ich hoffe, das tut sie auch nicht. Ich hoffe, es lädt jetzt auch. Mal ganz kurz. Sollte passen. Und wir können zwei weitere Slots hinzufügen. Es ist krass, wie schnell wir unser Inventar verbessern können, oder? Findet ihr das nicht auch ein bisschen schnell? Ein Heftpflaster gefunden. Hat alleine keinen Nutzen. Können wir das vielleicht mit dem... Ja. Mit L1 können wir uns heilen. Sehr schön. Also Heftpflaster kombiniert mit Mull macht dann so einen schönen Verband. Man sieht echt kaum was. Mit der Kamera sieht man besser. Das ist schon mal gut. Ja, die beiden Türen hier sind zu. Seht ihr das? Gehen wir mal hin, oder? Wenn wir eine finstere Gestalt am Ende des Ganges sehen, geht man natürlich hin. Ist doch ganz klar. Das habe ich mir gedacht. Oh Mann. Und jetzt? Jetzt können wir doch Stockwerk wechseln, oder? Ich dachte, da liegt ein Zettel oder so. Ja, das ist alles erstmal sehr gewöhnungsbedürftig hier. Aber ich glaube, wir kommen rein. Also. Wir haben noch keinen Code, noch keine Karte gefunden. Ja, gehen wir erstmal ein Stockwerk tiefer, würde ich sagen. Wenn es geht. Weil hier oben haben wir jetzt erstmal alles erledigt, denke ich. Verbandmull. Und immer daran denken, mit L1 kann man sich heilen, wenn man genug Verband hat. Da ist doch jemand. Oh, was bist du? Ein riesiges Insekt, groß wie eine Handtasche. Interessant. Wir haben immer noch nichts, womit wir uns wehren können gegen solche Viecher. Abartiges Ding, da ist es. Nee, das war nur ein Staubkorn. Erstmal hier lang. Und dieses Büro lässt sich betreten. Oh, haben wir vielleicht oben im sechsten Stock auch was vergessen? Auch so eine Tür, wo wir noch nicht reingegangen waren. Ah, ich weiß es nicht mehr. Wir gucken nachher nochmal. Okay. Wir machen jede einzelne Schublade auf. Auch wenn wir in die hier erst reinschauen können. Och. Da ist. Hatte sich das schon aufgeschrieben gerade? Ich meine, ein Schreibgeräusch gehört zu haben. Da ist ein Haus vom Nikolaus, vielleicht? Muster. Da ist doch der Zettel. Vorhanden.
Die kann man nicht aufmachen. Warum? Die hat ein extra Symbol. Das ist, glaube ich, irgendwie Dresse Triers. Oder diese Sekte, ne? Ja gut. Die können wir nicht aufmachen. Da ist ein Muster vorhanden, heißt's. Hier können wir noch reinschauen. Das können wir aber alles nicht untersuchen. Da ist ein Durchgang. Die gehen alle nicht auf. Übrigens nicht wundern, wenn die Kamera gleich ausgehen sollte. Dann spielen wir den Rest bis zum nächsten Speicherpunkt ohne Kamera weiter, weil wahrscheinlich gleich der Akku leer ist. Ich versuche sie zwar zu laden während der Aufnahme, das scheint aber irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Okay. Die ist zu. Rote Karte. Wie beim Fußball. Aus Sicherheitsgründen wurden verschiedene Kartenlesegeräte für den Zugang zu den gesperrten Bereichen des Hotels installiert. Die neue Anlage fährt... Was war denn das? Habt ihr das auch gehört? Das waren doch laute Schritte. Es ist wieder weg. Schon wieder. Die neue Anlage dient vor allem der Sicherheit aller Beschäftigten. Jede Karte öffnet nur das Panel der jeweiligen Farbe. Zusätzlich zur Karte muss ein Passwort eingegeben werden. Also rote Karte für rotes Lesegerät und das Passwort. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ob wir mit der Karte jetzt das erste Kartenschloss machen können? Wo wir ja den Code schon haben. Ich traue mich gar nicht zurückzulaufen. Oha. Oha. Gleich. Erstmal aufs Klo. Haben wir keinen Schlüssel für. Die gehen nicht auf. Telefon? Stephanie? Kleines Telefon. Alô? Quem é você? Tá fazendo o quê aqui? Olha, por favor, eu preciso de ajuda. Alguém, alguma coisa me atacou ontem à noite. Eu fiquei desmaiado, sabe-se lá por quanto tempo. E o hotel inteiro tá completamente destruído. Para, responde. Roberto, o meu nome é Roberto. Eu vim pra cá semana passada pra investigar as pessoas desaparecidas. Eu recebi uma informação de uma mulher chamada... Peraí, Roberto? Tipo, Roberto Leite Lopes? Sim, isso me... Pera, como você sabe meu nome? Espera, Stephanie? É você? Ah, ele sabe disso. Será que isso é parte do plano? Quem sabe do quê? E o que você quer dizer com faz mais de um ano? Das de ist que ja heftig. Merda você tá falando? Merda. Olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tenho que ir. Tenta achar um jeito de descer pro primeiro. Stephanie ist auch hier. Eu te ligo de novo assim que você chegar lá. Escuta. Toma cuidado. Não dá pra saber o que pode estar espreitando pelo hotel. O que você quer dizer? Espera! Alô? Alô? Stephanie! Ah, droga! Shit. Mas o que que tá acontecendo? Ja, in der Tat. Primeiro andar, então. Es ist schon über ein... Warte mal. Das Hotel ist völlig zerstört. Nee, das haben wir schon gelesen. Es ist schon über ein Jahr? Was meint Stephanie damit? Erst verschwindet sie, dann wird das Hotel zerstört und jetzt sagt sie mir, dass ich seit über einem Jahr hier drin bin. Ich verstehe das nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich so lange bewusstlos war und noch lebe. Ja, allerdings, ich muss in die erste Etage hinauf
und versuchen, Antworten zu finden. So, was ich jetzt nicht ganz verstehe, in die erste Etage hochgehen. Das heißt, die unteren Stockwerke haben die höheren Zahlen, oder wie? Das kann aber auch nicht sein, oder? So, jetzt versuchen wir mal das mit der Kamera nochmal diesen Durchgang hier freizuschalten und durchzugehen. Hier nämlich. Vielleicht gibt es ja optionale Sachen zu entdecken. Dank der Kamera. Ach, hier müssen wir wieder mit dem Bolzenschneider ran. Und hier hängt doch irgendwas. Guck mal, eine Axt. Ja, das ist eindeutig eine Axt hier, ne? Kann ich die nicht mitnehmen? Man muss bei dem Spiel ein bisschen Geduld haben und ein bisschen vorsichtig sein. Es kann manchmal sein, dass man Sachen interagieren kann, wenn man sich ein bisschen anders davor stellt. Ups. Das ist auf jeden Fall ein WC-Tür. Ja, ich kann das Beil aber leider nicht nehmen. Das scheint eine Art Feuerwehraxt zu sein. Oh, die würde ich so gerne mitnehmen jetzt. Blaues Codeschloss. Haben wir die Karte nicht für. Na gut. Hätten wir das auch erledigt. So lang. Okay, gehen wir zurück zum roten Schloss. Jetzt werden wir wahrscheinlich encountered von irgendwas. Waren wir da hinten schon? Habe ich eigentlich keine Karte dabei? Nee, ne? Die Karte muss ich immer an der Wand mir anschauen. Ganz kurz runter. Wir hatten ja eben einen Code gefunden, der mit Blut an die Wand geschmiert war. Oh. Da wollte ich noch nicht lang. Die greifen uns an, die Viecher. Seht ihr das? Da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin in der Nähe des Hotels auf einige dieser seltsamen Spinnen gestoßen. Woher könnten sie gekommen sein? Sie sehen gefährlich aus. Ich bleibe ihnen besser fern, bis ich mich verteidigen kann. Ja. Yep. Also gut, da gehen wir erstmal nicht lang. Irgendwo hier. Ich glaube, ich habe ein Problem. Die geht nicht auf. Hier geht's durch. Ja, ich versuche diesen Code zu finden. Oder war der oben? Ja, der war scheinbar oben. Boah, das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man erstmal wieder reinkommen muss. Okay, ich gehe direkt wieder nach oben. Die Spinnen sind scheinbar echt gefährlich. So. Da kommen wir nicht rein. Die ist zu. Zu. Auch zu. Service. Hier. Ja, das ist rot. Den Code. Sechs, sieben, drei, fünf, zwei. Sorry. 6 7 3 4 2. Sechs, sieben, drei, vier, zwei. Was? Habe ich mich verlesen? Sechs, sieben, drei, fünf, zwei. Sechs, sieben, drei, fünf, zwei. Und weiter geht's. Wunderschön.
Ich würde gern speichern. Wenn ich ehrlich bin. Guck mal hier. Das ist auch nicht sehr einladend, das Bild. Ah ja. Noch ein rotes Schloss. 67352. 67352. Diesmal ist es ein mehrstelliger Code. Okay. Vielleicht gibt es auch noch eine weitere Karte. Aber die rote Karte funktioniert an dem Schloss, haben wir eben festgestellt. Ein Schwamm. Und nichts weiter zu finden. Ein Spiegel. Der Spiegel ist stumpf. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Hier kommen wir sogar durch. Sehr, sehr schön. Ach, warte mal. Okay. Okay, okay. Und weitere zwei Codeschlösser, wenn ich das richtig sehe. Sind doch zwei, ne? Hm. Eine Taschenlampe. Yes! Drücke R3, um die Taschenlampe zu verwenden. Ach ja. Oh. Taschenlampe liebe ich. Ankündigung. Sehr geehrter Administrator, hier ist das Passwort für dieses Schließfach. AFD und HGA. Bitte dran denken, 6 gleich F. Ach ja, 6 gleich F. Alles klar. Schon gelöst. Ich weiß, dass diese Information aufgrund Ihrer Ausbildung ausreicht, um den notwendigen Code eingeben zu können. Für den Fall, dass es Ihnen dennoch nicht einfallen sollte, wird einer unserer Anhänger auf dem Weg zur 5. Etage etwas markieren, das die Dinge erklärt, die Verwaltung. Also F ist der 6. Buchstabe, ne? Das sollte eigentlich gehen. Also 164. Acht sieben eins. Ja, Schlüssel zum Klo mit blauen im blauen Korridor. Und Munition. Schick. Zwei Kugeln. Okay. Wir haben keine Schusswaffe bis jetzt gefunden, aber schon Munition dafür eingesammelt. Hier geht's weiter runter. Sollen wir jetzt vielleicht... Der Hase sieht freaky aus, ne? Guck mal, die Umgebung wirft keine aktiven Schatten leider. Das ist ein bisschen schade. Das hat der Grafik noch echt gut getan. Ja gut, gehen wir mal zum WC zurück. Guck mal, das Bild ist weg. Boah. Ey, das Hotel steckt voller Geheimnisse, ne? Das ist echt so. Kann man das verschieben? Nee. Hier ist ein WC. Das ist aber, glaube ich, der rote Korridor. Ja, und das Häschen begleitet uns unentwegt. Hier ist nochmal dieser Code. 7 ist G, ja. G ist der 7. Buchstabe. Also im Grunde einfach nur das Alphabet richtig raffen. Das fällt auch nicht unbedingt jedem leicht. Mir eben auch nicht. Aber ich würde sagen, für heute lassen wir es erstmal gut sein. Wir haben eine gute Dreiviertelstunde gespielt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich will mich jetzt mal um die Kamera kümmern, um den Akku. Ich hoffe, der hat aufgenommen. Ansonsten ist es leider eine Folge
ohne Facecam, so richtig. Beim nächsten Mal dann wieder gescheit. Ich sorge dafür, dass der Akku voll ist. Ich gehe jetzt noch speichern. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin genauso viel Spaß wie ich und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und ein Like da lassen. Bis dann. Ciao.